Hallo, da bin ich wieder mit den Lennemann-Karten, mit der Bedeutung jetzt in diesem Video für die Karte Nummer 7, das ist die Schlange. Das ist die Schlange von den Piatnik-Karten. Dann die Schlange von den mystischen Lennemann-Karten. Und die Schlange von den astrologischen Lennemann-Karten. Ja, die Schlange. Die Schlange ist ein großes Thema in den Lennemann-Karten. Da kann man recht viel deuten. Ja, in erster Linie steht die Schlange für eine Frau. Also zumindest bei mir, aber ich glaube auch bei vielen anderen Kartenlegern. Für mich ist sie eine Frau ab 40, aufwärts vom Alter her gesehen. Und da kommt es halt jetzt wirklich auch sehr auf die Kombinationen an, was dabei liegt. Und ja, also die Schlange ist für mich dann in zweiter Linie die Karte für die Mutter im Kartenblatt. Also die Mutter der fragestellenden Person oder um die Person, wo es geht. Vor allem, wenn dann die Lilien dabei liegen. Die Lilien ist die Karte für die Familie. Wenn zum Beispiel dann noch der Fuchs dabei liegt, dann kann es auch eine Stiefmutter sein. Die Karte steht aber auch für, kann für eine Freundin stehen, eine Arbeitskollegin, Verwandtschaft, weibliche generell, also Schwester, Cousinen und so weiter, für die Tante, je nachdem. Da gibt es eine große Auswahl, das kommt dann wirklich auch auf die umliegenden Karten an. Und die Schlange ist natürlich irgendwo in unseren Köpfen, in uns aller Köpfen mit der Falschheit meistens, muss aber nicht immer sein. Also ich muss sagen, bei mir ist, wenn es wirklich positive Karten drumherum liegen, dann ist es nicht negativ. Aber natürlich in den meisten Fällen, oder bei mir ist es zumindest oft so, eben wenn der Fuchs dabei liegt zum Beispiel, ja, dann ist da wirklich Falschheit im Spiel. Dann ist da eine Frau, die es nicht gut mit uns meint. Wenn es zum Beispiel am Arbeitsplatz ist, dann ist es eine Kollegin, die ja nicht ganz so ehrlich ist, die vielleicht sogar mobbt. Das kommt dann auch wieder auf die umliegenden Karten an. Und ja, das ganz natürlich, das ganz Wichtige darf ich nicht vergessen. Wenn das Herz dabei liegt, dann ist es die Rivalin. Also wenn eine Frau jetzt wegen einem Mann fragt und der hat da die Schlange mit dem Herz liegen, dann gibt es da leider eine Rivalin, eine andere Dame seines Herzens. Das ist dann immer nicht schön, wenn man das sagen muss. Aber das ist ganz eindeutig, also diese Kombination verwende ich schon immer und es hat sich auch immer bewahrheitet, dass es so ist. Also da ist es dann wirklich die falsche Schlange sozusagen, obwohl es mit der guten Herzkarte ist, aber das ist ja eine sehr eindeutige Kombination. Ja, die Schlange steht für mich aber auch für die Umwege. Das heißt, etwas geht nicht wirklich geradlinig, so wie wir es uns immer wünschen, sondern es sind Umwege leider. Also keine gerade Linie in welcher Angelegenheit auch immer. Das kann man wirklich für alles aufwenden. Da kann man sich sicher sein, da dauert etwas, da müssen wirklich ja leider oft Umwege gegangen werden. Auch das kommt ja oft vor im Leben. Und dann steht die Schlange natürlich, also meist, bei den meisten Kartenlegern und bei mir auch, für den Körperteilen her kann man sie für den Darm nehmen. Also wenn die Schlange bei der Baumkarte liegt, bei der Gesundheit, und da liegen schlechte Karten dabei, dann kann man davon ausgehen, dass es da Darmprobleme gibt. Und dann kann man die Karte auch noch nehmen für wirklich für die Tiere, also für eine Schlange, für einen Wurm und ja, alles was halt so ähnlich ist, würde ich sagen, aber das ist für mich so die Grundbedeutung. Vielleicht fällt euch ja noch was ein dazu. Lennemann-Karten kann man immer intuitiv deuten auch. Jede Karte sagt, man hat mindestens 7 Bedeutungen. Ich erzähle euch jetzt mal nur die wichtigsten, beziehungsweise die, die ich für mich rausgearbeitet habe. Aber man kann da wirklich kreativ sein und ja, es auch seine eigenen Bedeutungen finden. Und das wünsche ich euch, dass ihr kreativ seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video mit der Karte Nummer 8, das ist der Sarg.